Noch kann niemand die Entscheidung erreichen, weil wir natürlich weiter im Checkmate-Format spielen. Das heißt, man muss auf 20 Punkte kommen. Erst dann kann man das Turnier beenden. Insofern, wir haben noch ein bisschen Zeit, wir können das noch ein bisschen genießen. Aber wir gehen erstmal rein in die zweite Partie. Ja, wir haben alle Zeit der Welt. Ganz entspannt, aber wichtig trotzdem, die ganze Zeit Punkte sammeln und auch ein bisschen Kopfbeiten, wer denn schon Punkte hat. Da sind unsere nordamerikanischen Vertreter auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Nämlich Milala und Degree, die erster als Zweiter geworden sind. Und dahinter ist Scipius, unser europäischer Vertreter. Denkt dran, 20 Punkte. Da kann man jetzt überlegen, okay, was müsste man denn machen, damit man 20 Punkte in 4 Runden kriegt? Und dann weiß du willst jetzt rechnen? Ja, in 3 Runden. Das ist ja sehr gewagt. Ist das so? Also, man okay, muss also er hat 6 Punkte gemacht aus der ersten Runde. 20 durch 3. Zweimal gewinnen sollte er jetzt, dann geht da einiges. Dann geht da einiges. Das ist natürlich eine sehr simple Lösung. Das ist halt das Problem. Er muss dann halt dreimal gewinnen, weil er dann ja auch noch... Ja, dann machen wir das doch jetzt einfach nicht und sagen, okay, er hat jetzt 6 Punkte gewonnen durch den dritten Platz. Dann machen wir jetzt 20 minus 6, sind wir auf 14. Teilen das durch 2, sind bei 7. Das sind 2 zweite Plätze. Das heißt, er muss jetzt Dritter, Zweiter, Zweiter und... Also, Dritter wurde er ja schon. Jetzt 2 zweite Plätze und dann Erster. Finde ich einen guten Plan. So und dann hat er einen frühen Feierabend. Dann können wir hier noch ein bisschen feiern. Das Teil tatsächlich beim letzten Mal gemacht. Der Japaner, der hier Weltmeister wurde, der hat uns einen sehr frühen Feierabend beschert. Aber der war zu früh. Das war gar nicht so sehr darüber gefreut. Da habe ich genug geschrieben, boah, heute wird länger wegen Checkmate und so. Meinst du, ja klar, dann bin ich mit Freunden unterwegs. Und dann kam ich so nach Hause und war so 4 Stunden noch allein und war so, well. Dann musstest du direkt die Learnings in der Ladder durchsetzen. Natürlich. Ausschließlich. Ja. Das Ding ist tatsächlich, also nach einer Weltmeisterschaft weiß man besser, was man spielen muss, als jemals zuvor an irgendeinem anderen Punkt. Und was wir hier... Was natürlich noch besser ist, ist hier zu sitzen und auf dem Handy einfach ein paar Runden TFT nehmen. Das Schlimme ist, das machen hier so viele. Ist so krass. Also ich gucke mal in die Menge. Also erstmal lese ich alle WhatsApp-Nachrichten von euch immer mit. Es tut mir leid, ne? Aber Grüße gehen raus, ne? Also hoffe, läuft gut. Also da ist auf jeden Fall mit dabei, aber auch die TFT-Runden, ne? Also es ist echt immer was dabei. Wir haben übrigens Scuttle Puddle, eins der meistgeklicktesten Augments aller Zeiten, Portalen, aber im Competitive jetzt nicht unbedingt ähnlich beliebt wie in der Solo-Queue. Ja, das behaupten die immer, aber Mordhawk schießt ja immer zurück. Ja, Mordhawk schießt den ganzen Tag mit Mathe. Das stimmt, der zeigt immer wieder Statistiken, dass auch in den Challenger-Lobbys sehr häufig Scuttle Puddle gewählt wird. Da würde natürlich dann jemand wie Milala gegenhalten, ja, aber nicht bei mir. Das weiß ich natürlich nicht. Aber man muss sagen, Milala, die erste Runde hat mir wirklich sehr gut gefallen, einfach in der Konsequenz. Also sowohl Milala. Aber die als Konsequenz auch bedeutet für dich, oh, die haben Street Course gespielt. Nee, mit Open Port, maximal Geld verdienen. Das meinst du mit Konsequenz. Und Ice hat das Gleiche gemacht. Also eigentlich haben mir die beiden fast am besten gefallen. Ice hatte halt das Pech, dass er die schwächere Komposition gespielt hat. Ich meine, er hat nicht so gut getroffen. Ja. Scipios oben rechts übrigens stellt in Scuttle Puddle nur eine einzige Unit auf, um möglichst viel Money zu kriegen. Nice. Aber ich möchte euch das nur mal zeigen, wie das dann aussieht. Ne? Ja, ist natürlich absolut korrekt gespielt. Er guckt hier einfach mal, sind 20 Gold vielleicht sogar drin? Und tatsächlich ist das... Und 20 Gold in der Creep-Runde zu kriegen, das ist tatsächlich phänomenal. 2 Goldzinsen also hier direkt mitgenommen. Da geht direkt AFK. Also, du machst Witze, ne? Aber... Also was gegen AFK halt spricht, ist quasi, dass du in oft Situationen hast, in denen du halt während der AFK-Runde deine besten Runden für One-Cost verpasst. Deswegen war in One-Cost rüberkommst, ist AFK eigentlich nicht so gut. Das ist aber wahrscheinlich gar nicht sein Ziel hier. Und er überlegt jetzt hier auch 2-mal, 3-mal, 4-mal. Silver Spoon ist nicht so attraktiv, weil er einfach das Problem hat, dass er ja kaum Units mitgenommen hat. Und er geht AFK. Ja, und es wäre so geil, wenn er jetzt aufsteht und geht. Das wäre natürlich kompletter Schwachsinn, weil er soll in der Zeit bitte scouten. Aber man könnte es nie so aktiv verfolgen wie jetzt. Ich könnte mich umdrehen. Imagine, der kommt jetzt hoch und castet 3 Runden mit. Ich fände es genial. Ich fände es schön. Aber es wäre natürlich ganz großer Unsinn. Salvi hätte es gemacht. Come on, Scipios. Ja. Nee, aber tatsächlich bin ich voll bei dir. Richtig gute Spieleröffnung. Und ich glaube tatsächlich, er hatte nicht so richtig gute Auswahlmöglichkeiten. Also, wie du gesagt hast, Silver Spoon hat so ein bisschen das gleiche Problem. Ne? Er hat sowieso die Lilia. Und ich denke, er wird halt dieses Superfan-Setup schon zusammenbauen wollen. Und diese One-Cost-Champions zu kriegen, du hast gesagt, bei One-Cost-Reroll. Aber man möchte natürlich trotzdem auch Lilia und Cannon irgendwie einsammeln. Und da fehlen ihm auf jeden Fall diese ersten Runden. Aber AFK ist natürlich selten so geil, wie wenn du von Anfang an einfach ohne Ende Zinsen kriegst und dann nochmal die 18 Gold obendrauf. Ja. Also das ist wirklich ein phänomenaler Start. Er wird sehr rich sein. Und du hast von der Konsequenz gesprochen. Ich meine, er hat 31 Gold in 2-2. Bin ich konsequent? Sehr konsequent, ja. Also er wird das Problem haben, wenn er aus AFK rauskommt, hat er mehr als 50 Gold und muss sich dann überlegen, was mache ich mit meinem Gold. Weil ich denke, er wird sehr darunter leiden. Das sind, glaube ich, so Menschen, die in Bitcoin investiert haben. Die haben ähnliche Probleme.
Oder Leute, die früher kleine E-Sport-Turniere gewonnen haben und da 5 Bitcoin gewonnen haben. Ja, aber ich weiß nicht, was bei dir war, aber ich habe den Stick nicht mehr. Also, gab es andere Probleme. Alles zu seiner Zeit, Leute. Relic wiederum spielt hier Tahmkent Corki. Tahmkent Opening hier bei beiden Seiten und bei Milala ist es Cutter. Und dass du da noch nicht laut geschrien hast und erquickt, wie du sonst hier rum. Ich muss leider sagen, mir gefällt bis jetzt sehr gut, wie Milala spielt. Und das wollte ich halt da eigentlich nach Möglichkeit kein Mal sagen. Cutter. Cutter ist toll. Das, da bin ich bei dir, aber die hat er, also die benutzt er ja nur. Ja, du willst quasi nur Menschen zujubeln, die Cutter als die große Liebe sehen. Ey, komm, wie Ice das gespielt hat, das war schon richtig gut. Das war auch große Liebe, ne? Also der hat ja alles stehen und liegen lassen. Das war quasi der Ritter. Halt die Meta analysiert und gerafft. Katharina ist immer frei und eigentlich auch Free Win. Ich verstehe. Aber es ist schon so metaphorisch gesehen der Ritter gewesen, der den Drachen bezwingen will. Ne? So, also er war ja voller Liebe. Also hier wird der Cutter quasi ausgenutzt. Aber du meinst so die realistische Version, wo der dann da hinkommt und... Stimmt. Ja, exakt, ja. Das ist gut. Märchen, wie sie sein sollten, meine Damen und Herren. Sag wiederum, du hast es angesprochen, war bei den letzten Worlds schon dabei. Was waren das so seine Platzierungen? Hast du das im Kopf? Vierter. Oder das war krass. Genau, und also insgesamt waren die Chinesen davor ja sehr, sehr erfolgreich und insofern war Vierter quasi enttäuschend, aber natürlich, wie gesagt, da spielt dann Checkmate eine Rolle. Und auch beim letzten Mal saßen wir hier und hatten so ein bisschen die Sorge, dass die Chinesen dominieren könnten. Ich hatte witzigerweise die Sorge gar nicht, weil ich zu wenig Ahnung hatte, um die Sorge zu haben. Ah, brillant. Ich bin quasi mit vollem Selbstvertrauen reingegangen, dachte mir, ach, da kein Runway-Jungler, die werden ja wohl locker in die Top 8 kommen. Und dann kommen die beide in die Top 8 und dann war nur so, boah, das ist das erste Mal, übel krass. Und ich bin so, oh, ja. Das war mir nicht klar. Ja, ich war da voller gefakten Selbstvertrauen. Wir können so ein bisschen schauen, was sich hier aufbildet. Jetzt könnt ihr sagen, bei Scapius, ey, hat er noch gar nichts gebaut. Ja, der war bis jetzt AFK. Ich würde mal gucken, ob der Mainfield uns jetzt seine Sicht präsentieren will, weil der muss natürlich jetzt zumindest irgendwas tun. Aber er hatte 39 HP nach dieser Runde eben. Wird jetzt nochmal 18 kriegen. Hat zusätzlich dazu natürlich auch nochmal Zinsgold gerade. Also der wird schätzungsweise mit 67 Gold in der Gegend rumlaufen. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Gibt auf jeden Fall auch ein paar Leute, die auch ein bisschen mehr ins Late-Game investiert haben, natürlich mit ihren Augments und dann später noch Support-Items da bekommen. Aber wir gucken erstmal auf den Geldsegen von Scapius. Ich möchte mich entschuldigen. 54 Gold auf der hohen Kante und Level 5. Das ist auf jeden Fall keine schlechte Eröffnung. Und dazu natürlich eine Spatula. Das ist auch absolut wild. Gott sei Dank werden wir hier keinen Yasuhiro sehen. Warten wir ab. Nein. Also man darf nicht leveln und dann Yasuo spielen. Aber er hat jetzt tatsächlich einfach relativ günstig hier alles zusammengesetzt. Er hat die Spatula. Die kann man natürlich auch Richtung True Damage interpretieren. Das war eine Zeit lang sehr, sehr OP, deswegen wurde es dann auch genervt. Also ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber die True Damage Ahri oder auch True Damage Caitlyn, es gab ja unterschiedliche Meinungen, was das Stärkste ist, waren sehr beliebt. Aktuell würde man nur noch die True Damage Ahri-Variante spielen, weil die ein bisschen leichter in 2KDA da ja auch noch mit reinpasst. Aber hier geht es, denke ich, jetzt ja erstmal darum, irgendetwas zu setzen. Ich glaube, er wäre es wahrscheinlich sogar noch feiner, mit HC zu zocken. Weil HC in Openings will er ja eigentlich am meisten sehen. Das haben wir auch im Einspieler heute nochmal gesehen. Ich hoffe, das macht er nicht. Also ich hoffe, er wird hier einfach versuchen, dann eine wunderbare Tuchos-Rigol-Komposition in 3-2 direkt komplett fertig machen. Ja, nee. Naja, wir haben ja darüber gesprochen, was er an Punkten braucht. Ja. Ich denke, das ist dann eine Safe-Top 2 von ihm war. Ja, und ich denke, dass HC dir der richtige Weg ist, wenn er die Lobby gewinnt. Hast du gestern nicht zugeguckt, oder? Hab ich, aber das waren ja einfach zu schwache Spieler. Oh. Ne, da waren wir ja noch nicht in der Top 8. Sagt er in der Runde vor Ort, der will mit Salvi reden. Oh Gott. Hey, also das habe ich ja jetzt... Er guckt mich schon böse an. Schwierig. FF. Habe ich nicht gesagt. Ja, schwierig. Was sage ich denn jetzt? Themawechsel. Oh, krass. Mir ist doch gar nicht aufgefallen, wie schön diese Vigo-Statue ist. Ist ja das mal phänomenal. Klasse. Gibt es was anderes Spannendes, was wir betrachten können? Vielleicht Windstreaks, die hier noch zu Ende gehen? Naja, also ich kann dir die Grease-Perspektive zeigen, weil der ist tatsächlich sehr weit weg. Es hat tatsächlich niemand eine Windstreak durchgebracht durch die Stage 2. Das ist das schon ist selten. Richtig. Auch das ist richtig. Aber auch natürlich gut in diesem Moment für Scapius, weil der wiederum könnte ja seine Full-Windstreak halten. Ja, also die Situation für Scapius wirklich ist phänomenal gut. Oh, er kommt hier als einziger mit einer dicken Fünfer-Streak durch, hat eh schon unendlich Gold und hat natürlich 2 Kost-Rigol auf der Bank vorbereitet. Da hattest du gestern gesagt, könnten wir eigentlich auch mal ein bisschen ausführlicher drüber reden. Ja, das ist so ein großer Traum von mir, Menschen deutlich zu machen, dass Reroll nicht bedeutet, dass die Leute nichts tun.
So. Weil es klingt halt immer so, wenn ich zum Beispiel Onstream Kayle Reroll spiele, dann liegt es daran, dass ich zwei Kayles gesehen habe und mir denke, oh, dann spiele ich jetzt Kayle. Und dann kaufe ich halt jede Kayle, jede Mordekaiser und dann gewinne ich die Lobby. Im Best Case. Auf dem Niveau ist es halt oft so, dass man sich halt mehrere Optionen gleichzeitig offen lässt. Das heißt, gerade in so einem Fall wie jetzt, wo halt eben noch kein Item gebaut ist, ist man ja unendlich flexibel. Und dann geht man halt dazu über, dass man du nimmst alle Senners mit, die du hast, alle Kayles, die du hast, alle Seraphins, die du hast und dann schaust du halt in 3-2 dann in diesem Rowdown, was kriegst du als erstes oder welches Augment, was in eine Richtung geht, kannst du tatsächlich nehmen, abhängig natürlich auch davon, was der Rest der Lobby macht und ich hoffe, dass wir das hier jetzt mal so ein bisschen einfangen können. Ja, das hat tatsächlich sogar noch ein zweites Level, ne? Man kann dann ja zusätzlich erstmal noch gucken, was für ein Headliner man bekommt, also sagen wir mal, er kriegt jetzt zu der einen Kayle direkt einen Kayle-Headliner. Dann kann man natürlich überlegen, okay, sind wir hier vielleicht Kayle Reroll, wir haben ein Rage-Bait, wir haben eine Pentakill-Quatte, das könnte man machen. Aber ich denke, diese Nico hier, die kann man auch einfach nehmen und dann den Rolldown im Zweifel einfach ein 4-1 nehmen. Und das ist genau, was du sagst, diese Variabilität drin zu behalten, das ist einfach toll zu sehen und das macht jetzt hier CSGPS an der Stelle. Die Frage ist jetzt, was für ein Item baust du? Weil du musst trotzdem natürlich irgendwelche Items committen. Immerhin natürlich haben wir das Warmax in der Frontend schon mal sicher, aber ich bin gespannt, ob er jetzt direkt was zusammenbaut. Insbesondere natürlich eine Spatula, ja, jetzt zu committen, und ist riskant. Finde ich nicht mal, weil Scipeus hat auch tatsächlich gesagt, er findet die KDA-Lines underplayed. Ne? Lass mich korrigieren, ich finde es nicht riskant, sondern ich finde es spannend zu sehen, weil er natürlich erstmal mit dieser Bank alle Möglichkeiten aufgemacht hat. Ja. Jetzt wieder den Fokus ein bisschen zoomt. Aber es ist so spannend, weil er macht es ja gar nicht bis zum Ende. Ne? Also er hat jetzt die Kayle dann trotzdem noch mit dabei gehabt. Er hat trotzdem noch gedanklich nochmal durchgedacht. Ne? Was kann ich davon noch machen? Was ist noch realistisch? Aber die KDA-Line ist super und auf der anderen Seite sieht er natürlich auch bei Ice Decay, wir die wahrscheinlich auch mit rausnehmen. Also gefällt mir gut. Genau, da steckt einfach ganz viel drin und er behält trotzdem aber die Kayle, um Eis noch ein bisschen zu kriegen. Und also das sind einfach diese ganz vielen kleinen Details, die dann natürlich alle eine Rolle spielen. Auch ganz interessant, dass sie hier zwei Garens noch hält. Okay, wir gucken erstmal auf die Augment-Auswahl. Dann bin ich gespannt, ob wir bei irgendjemandem wieder Riven sehen, weil ansonsten Garen halten eigentlich nicht zwingend nötig. Milala unten ist auf jeden Fall weiterhin auf der Katarina und die hat inzwischen Items, mit der man die durchaus durchziehen könnte. Boah, aber ich weiß nicht, also Katar ohne Spellcrit zu spielen ist schon highly offensive, oder? Er hat auch tatsächlich eine Spatula und ich könnte mir vorstellen, dass Milala einfach Bock hat, nochmal Riven durchzudrücken. Bin ich gespannt, was er da macht. Ja, verkauft tatsächlich die Katarina auch direkt. Ja, also da kann ich leider nicht drauf, weil ich mir die nicht hier auf den Shortcut gelegt habe, aber können wir gleich auch nochmal... Oh, auch ganz schwierige Entscheidung bei Milala. Der hatte eine Lulu 2 als Headliner, aber entscheidet sich noch ein weiteres Mal zu holen und kriegt dann tatsächlich Kayle Headliner zu seiner Kayle 2. Ja, und jetzt ist der plötzlich in einem krassen Spot. Ja, also den gibt es auf jeden Fall dadurch natürlich sofort deutlich besser. Jetzt gehen wir hier auf Milala, weil das Board sich einfach massiv verändert hat. Das Problem ist, er ist nicht der einzige Kayle-Spieler. Ne? Das muss man ganz ehrlich so sagen. Also der Spot, ja, mit Ragebait, Gunblade, Morellus haben wir Kayle jetzt öfter schon gesehen gehabt. Das funktioniert. Ja, aber es kommt natürlich dazu, Pentakill-Spatula und auch noch der Lesser Duplicator. Das heißt, auf die Kayle 3 zu kommen, ist hier wirklich machbar. Ja, aber die werden sich schon ein bisschen gegenseitig briefen, die Kayle-Spieler. Wer war denn der Zweite? War es Eis? Ich glaub, Ice hatte nur die Kayle als Headliner rausgekauft und war ansonsten nicht weiter committed. Wir sehen auch hier zwei von drei Edgelords, also ich glaube, das war die Kayle tatsächlich bei Ice auf dem Board. Ah, ich habe Ice mir auf den Shortcut gelegt, um genau sowas abfarmen zu können. Genie. Aber nämlich gleich mal gucken. Ja, ja, das ist keine auf jeden Fall keine klassische Kayle-Itemization. Keine Kayle-Items auf jeden Fall. Und hier ist tatsächlich jetzt noch die Akari dazugekommen bei Scipeus. Das wollte ich nochmal betonen. Du hast es zu Recht gesagt mit der KDA-Spatula, dass er die Lines generell der Underplayed findet. Aber natürlich bedeutet das erstens, dass er Seraphine spielen könnte mit der KDA-Spatula. Aber er hat eben auch die Möglichkeit einfach zu sagen, weißt du was, am Ende bin ich einfach 7 KDA, spiele Akali und Ariels Carries. Ich bin auch tatsächlich der Meinung, in so Gold-Heavy-Runden musst du hier aus seiner Sicht Focus Carry spielen. Ignorieren wir einfach die Crown, die da links vorbeigeflogen ist. Da haben wir uns einfach alle so sehr dran gewöhnt, dass wir das nicht mehr besonders finden. Okay. Ja, tatsächlich bin ich da nicht ganz dabei, weil die Two-Cost-Sachen einfach so unfair sind. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, es ist einfach, wenn du so loose streaks am Anfang, dann hast du einfach zu früh dann... Ja, also guck dir bitte jetzt diese Fights an. Hast du den Eindruck, wir müssen uns Sorgen ums Gepäus machen? Ja, aber wegen, weil er eine Arcade gehittet hat, ne? Weil eine Four-Cost-Bot... Ich glaube, es ist wirklich einfach nur die Nico. Na gut. Na gut, ich akzeptiere deine Meinung. Also er hat einfach 7 KDA, diese Nico ist komplett unsterblich und ja, okay, natürlich hilft da die Akali auch, die war ein Part davon, da hast du schon recht. Ja, aber auch die Nico hätte ja nicht, wenn er Two-Cost Reroll spielen würde, weil hätte er einen Headliner dafür. Nee. Stark. Hast du den Applaus gehört? War der für dich?
Nee, war, weil Scipio sich eine Ari aus dem Karussell geht. Stark. Ja, das ist my man. Ja, okay. Also der Spot ist auf jeden Fall sehr vielversprechend. Gucken wir mal hier unten, was geht da sonst noch so. Ryu habe ich mich gefragt, ob er vielleicht ursprünglich auch mal Kayle spielen wollte, weil diese Kombination Rageblade-Deathblade, die geht auf jeden Fall aber in eine andere Richtung. Und Zark, was hat der inzwischen zusammengebaut? Ich muss da einmal rübergehen. Es war... Also, du wolltest den Six hier gerne noch mit einfangen, verstehe. Ich wollte eigentlich den Echo 2 zeigen und wollte gucken, ob er aus dem Giants Bed was machen kann. Aber da konnte ich jetzt zumindest nicht sofort fließend daran anschließen. Ja, was glaubst du, wird das hier? Weil das wird ja nicht Cave von Ice. Nee, das wird Ari. Und das ist natürlich ein Problem. Ja, für ihn. Ja. Ja, Scipios ist eben auch in der Ari-Line. Aber halt ohne Gnade schon deutlich stärker unterwegs. Es gibt natürlich tatsächlich immer noch die Variante, 6 Sentinel zu spielen. 6 Sentinel Ari, da gab es so einen Patch so vor 1-2 Monaten, wo das Spiel gespielt wurde. Und die Sentinels sind eigentlich immer noch ganz gut. Das kann man eigentlich immer noch ganz gut machen. Und dahinter brauchst du dann halt einen zuverlässigen Carry. Das war eigentlich immer Ari. Man kann es theoretisch auch mit allem anderen Zeug machen. Also du kannst auch einen Carps dahinter stellen. Aber es ist natürlich schlechter. Insofern bin ich gespannt, was er da konkret draus macht. Letztlich kannst du aus der Situation natürlich auch ganz normal Disco werden und wir sehen auf der Bank natürlich auch Nami und Tarik stehen bereit, um das möglicherweise abzulösen. Ja, die Flexibilität muss man sich da so ein bisschen bewahren. Wir gucken mal nach rechts ein bisschen auf die Lebenspunkte, weil da sehen wir bei Eis natürlich, der ist relativ weit unten, aber die unten haben natürlich alle grundsätzlich viel Gold. Also für niemanden ist hier die Runde potenziell vorbei oder so. Milana wiederum 6, also wo hat er die denn her? Also jetzt mal ernsthaft, der ist doch... Nee, er hat Kayle Headliner gekriegt, als er schon Kayle 2 hatte. Oh, really? Ja. Oh, da habe ich die Situation dafür falsch gelesen. Dann war das meine Kritik an ihn ja völlig unbegründet. Zarke würde ich jetzt allerdings schon kritisieren wollen, dass der einfach hier eine Ari rausgekauft hat. Ist gemein für uns, Frechheit. Ja. Das sehe ich auch so. Hatte ja allerdings mittlerweile 7 Senners. Und 2 Lesser Duplicator, also ich denke schon, dass er bei der bleibt. Aber blöderweise wird er natürlich im Zweifel trotzdem eine Ari spielen. So, und jetzt möchte ich gerne mal über eine Sache reden, die ich völlig underrated finde. Positioning auf der Bank. Positioning auf der Bank. Hier geht's um Folgendes. Er hat jetzt 7 Senners. Er weiß, er hat 7 Senners und er ist smart. Er stellt aber seine Senners nebeneinander, weil man das einfach so macht. Das ist ein menschlicher Trieb. Du willst ja Ordnung. Wenn jetzt aber wer anders kommt, um zu scouten, wie viele Senners er hat, verbraucht er halt eine Sekunde weniger, weil er sofort sieht, ah, da sind sie. Würdest du nicht auch agreeen? Ich bin tatsächlich voll deiner Meinung und ich mache das. Wenn ich ich glaube, du bist einfach ein Mensch, der im Chaos lebt. Ich habe deine Bank dir angeschaut, das ist ja, also, ja. Also, ich mache es nicht immer. Ich mache bei 2 Cost Riro mache ich es nicht, aber bei 4 Cost Riro, wenn ich irgendwie versuche, nach am Ende Karthus 3 zu treffen ja, oder so, dann stelle ich rechts unten unauffällig so einen Karthus hin und links an der zweiten Stelle. Ja, das war mir nur wichtig. Ich wollte das nur einmal anschauen. Voll bei dir, ich unterstütze das. Ja, trotzdem, 7 Senners und 2 Duplicator, ne, haben wir eben gesehen. Also er ist so oder so fertig. Also da kann der Rest auch lesen, wie er will. Es ist wiederum, da müssen wir entscheiden. Bestimmt auch noch eine weitere Senner. Also, ja. Den Duplicator spart er im Zweifel. Ja. Hier sind wir jetzt Level 8. Also guck dir bitte diesen Spot an. 60 Gold auf Level 8, den Six schon mit dabei. Okay, nur eine Ari, aber weißt du, im Zweifel spielen wir halt einfach 10 KDA. Pentakill wäre jetzt wirklich eine harte Transition. Wäre ein Ruffy McTuffy, ja. Oh, wie erklärst du dir die Wechseln-Setup ist Executioner Karthus-Ersatz? Ja. Ja, okay. Ich denke auch, er hat deswegen einen weiteren Echo, dass er dann einfach noch einen zweiten Carry mit einer KDA-Spot oder im Zweifel versorgen kann. Oder aber Echo 3 würde er auch nehmen. Ja, ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Rico müssen wir grundsätzlich auch nochmal neu bauen, weil wir deinen Headliner wechseln. Ice ist tatsächlich übrigens angekommen auf dem Twisted Fate, also den hat er direkt bekommen. Das hat natürlich sehr gut funktioniert für ihn. Die Sentinels davor dürften auf jeden Fall für den Moment auch noch tanken, aber er hat zusätzlich auch noch den Six gefunden. Heißt also, das Setup von Ice kann sich jetzt sehen lassen, es ist blöderweise aber eben trotzdem immer noch Disco. Ja, es ist immer noch Disco und das ist natürlich dann eine der etwas schwächeren Varianten, aber trotzdem hier natürlich bitter für Scipios, dass er diese Runde nicht gewinnt. Das wäre eine Winnable gewesen, ne? Wenn die Ari da ein bisschen anders ultet in dem Moment. Ui. Prismatics zum Abschluss, das macht natürlich nochmal ein ganzes Stück wilder, diese zweite Partie. Und Shoot Lotus tatsächlich auch für Scipios als Option, geht gerade ja in der Prismatic-Variante schon als sehr unangenehm strong. New Recruit aber auch ein Thema, wenn du so viel Gold hast, weil du tatsächlich sagen kannst, ich spiele eine Focus auf 3-Star. Und dann ist der Duplicator auch nochmal angenehm. Rollt sie aber weg. Und ich denke, Shoot Lotus wäre mein Guess. Ja, ist auf jeden Fall ein Zarko gegangen. Ich würde es auch bei Ice sehen, aber der rollt das tatsächlich weg. Finde ich ganz spannend. Braucht vielleicht tatsächlich noch ein bisschen Frontline-Items. Wie viel Crit hat denn Scipios gerade auf der Bank? Das mir überleben. Keinen.
Ich erinnere mich an keinen. Ich habe irgendwann gedacht, ob er einen Guardbreaker bauen will. Also hatte vielleicht einen, aber er hat einen Crit. Sehr gut. Ah, ja, er hatte noch einen Crit. Also er hätte zwei Lucky Gloves haben können, aber stattdessen hat er sich eben dazu entschlossen, hier den Spellcrit mitzunehmen. Ist einfach sehr, sehr gut. Und wir gucken Milana dabei zu, wie er diese Lobby weiterhin, ja, wahrscheinlich dominiert, weil es jetzt auch Cybernetic Bike geworden ist, was witzigerweise ja sogar auf seinen Target damit funktioniert. Ja, und also seine Situation ist generell ja sehr, sehr gut. Hat die Kell 3 jetzt inzwischen getroffen. War eigentlich da contested, haben wir kurz jetzt in der Runde gerade sehen können, dass Taro auch 7 Kells hat. Und Taro ist insofern natürlich wieder in einer sehr schwierigen Situation. Da wird er wahrscheinlich nicht mehr wieder rauskommen können. Ja, man sieht ja auch, dass diese Kell mit Gunblade, ne? Also, dass die da eine Poppy wir sehen auf jeden Fall Relics Reaktion dazu. Der war nicht so angetan, das Ding so lange gegen ihn. Also, ist wirklich frech, ne? Also, ich meine, das ist ein Carry, der sollte ja wohl nicht da alles tanken. Holy shit, die Map. Mich kurz erschrocken, aber es ist auf jeden Fall eine coole Map. Das hier ist auf jeden Fall auch ein ziemlich cooles Setup, muss ich sagen. Last Stand hatte Relic hier zu Sicherheit erstmal eingepackt, aber jetzt mit Kane 2 muss er sich, glaube ich, keine großen Sorgen machen, in nächster Zeit Fights zu verlieren. Ja. Na gut, viele Fights. Also es gibt sicherlich einzelne Fights, die er verlieren kann. Ja, ich bin hier leide ich gerade mit Taro mit, ne? Mit denen ist er ziemlich Game Over. Der hat sich mit Milala angelegt. Und verloren. Ja, wie oft gibt's denn Two Cost? Ausrufezeichen Full Size. Nee, Ausrufezeichen Full. Sind es 17? Nee, 17 sind die Street Cost. Deswegen kann nur einer Street Cost fertig machen. Achso, ich dachte, das wäre bei Two Costs. Sag doch was. Ach, musst du gar nicht. Stark. Ja. Ist auf jeden Fall, ja, da, siehst du es? Two Cost Copies 20. Verdammt, schon wieder falsch. Ja, und Street Cost 17. Aber 17 war die richtige Zahl. Ja, ja, das, also ich hatte noch eine Zahl im Kopf. Ja. Die habe ich da einfach probiert. Wir haben Illaoi 2 zwischendurch gesehen, glaube ich. Oh boy, oh boy. Scipeus ist halt zweiter dran. Und KDA 10 wär's. Oh mein Gott, meine Damen und Herren. Ah, schnallen Sie sich an! Und er schnallt sich auch an. Er weiß auch, die Stunde hat geschlagen. Es ist relativ selten, weil du brauchst 2 Embleme. Ihm fehlt noch AP. Ne, er kann es nicht sofort bauen. Aber du brauchst 2 Embleme und den KDA Headliner. Dann und nur dann kannst du auf Level 9 KDA hitten. Das heißt, du musst quasi in einem Spot sein, wo du low genug bist, damit du 2 Spartulas aus dem Karussell ziehst, aber genug HP hast, um Level 9 zu gehen. Und guess what? Hat Scipeus genauso erstmal eingeleitet. Wir sind jetzt noch bei 7 KDA. Man muss immer die Evelyn noch finden, aber die hat er natürlich schon. Die hat er vorbereitet. Das ist kein Zufall. Ne? Er überlässt hier nichts dem Zufall. Das Problem ist einfach nur, wenn ich einmal kurz uns wegmache, da gibt es keine AP. Also er hat wirklich das KDA Ding aktuell einfach leider nicht. Könnt ihr jetzt hier überlegen, ob Thresh... Muss man sagen, Relic hat vorhin dann die Pentakill-Spatula nicht bekommen. Also es kann schon passieren natürlich, dass man auch aus dem Amboss im Zweifel nicht die Rot rauskriegt. Das wollte ich gar nicht hören. Wir freuen uns umso mehr, wenn es... Ja, sehr schön, sehr schön. Gute Kurve bekommen. Ja, also das wäre... wann kriegt er hier noch Components? Na, natürlich in dem Fight bei 4-7 quasi. Also er muss jetzt 2 PvP-Runden noch überleben. Und dann kriegt er so einen kleinen Amboss. Und in diesem kleinen Amboss sind unterschiedliche Components drin. Und da muss AP drin sein. Oder er kriegt AP einfach vorher schon gedroppt. Aber ich habe jetzt auch keine Lust, einfach Components zu zählen. Dass er einfach hier schon Level 9 ist. Natürlich liegt das daran, dass er die ganze Zeit so viel Geld hat. Aber die Situation ist insgesamt einfach so gut weiterhin für Scipeus. Obwohl es aber natürlich andererseits nur noch 26 HP sind. Also aber ehrlicherweise, also wenn er nicht gerade Spatula aus dem Karussell bekommen hätte, wäre die Situation noch nicht so gut. Er wäre aber dann auch einfach nicht in der Situation, weil er wäre nicht 9 gegangen. Er hätte dann auf 8 gerollt für Arcadia, Ahri, Two-Star. Und das ist auf jeden Fall der Grund, warum er hier nicht stark genug ist, ne? Dass einfach keine Carries hier jemals geupgradet worden. Er hätte sonst auch überlegen können, natürlich die Nico irgendwann mal auszutauschen für einen modernen Vorkost-Headliner. Aber modernen? Braucht er in dem Fall einfach nicht, weil er natürlich ganz zufrieden ist, wie du gesagt hast, die KDA Nico hier zu haben. Boah, ich bin schon nervös. Wie geht's dir so? Ich bin optimistisch, dass das klappt. Okay, dann schalte ich um. Oh, witzig, der Mainfeed ist. Ah, Entschuldigung, genau da, wo wir auch sind. Ja, ist jetzt ja auch ganz entscheidend natürlich für die ganze Lobby, denn falls das nicht so klar sein sollte, die Prismatic Traits sind extra nochmal doll gebufft worden, sodass die wirklich unfair stark sind. Parallel ist Taro rausgeflogen, wir hatten das so ein bisschen verfolgt natürlich, dass das nichts mehr wurde bei ihm mit der Kale. In der Konsequenz hat also Milala hier ganz persönlich Taro rausgedroppt und wir gucken jetzt auf diese 5 droppenden Scuttle-Puddles. Junge, Junge. Und wir brauchen eine KDA-Spatula, also eine Rot aus diesen 5 Scuttles. If he hits it, he wins it.
Ich denke auch. Es ist ganz schwer zu besiegen. Also 10 KDA ist nicht komplett Free Win, aber es ist schon sehr nah dran. Es ist wirklich so fies. Ich bin so nervös, ich habe Schluck aufbekommen. Wie unangenehm. Jetzt komm. Jawohl. Okay, sie haben nicht mehr so viel Vorsprung, aber... Rakete. Ja, schön. Haben wir. Kriegen wir hin. Meine Damen und Herren, we did it. KDA. Ladies and Gentlemen. Okay, und die Akali ist auch Level 2 geworden. Das heißt, wir haben auch ein bisschen mehr Damage. Der Strash ist ein bisschen eigenwillig, habe ich so ein bisschen Eindruck. Wahrscheinlich wird das hier hinten raus auch nochmal zu 6-2 werden. Ah, es ist so krass, ne? Also muss ich echt sagen, also dieses 10er KDA-Board, ich kenne es natürlich als Double-Up-Experte öfter. Ach, Entschuldigung. Aber es wird nicht besser. Ich war so nervös, ne? Ich erschrecke dich zwischendurch einfach. Nee, mach das nicht. Okay. Das hilft nicht. Okay, wir sehen tatsächlich das Duell mit dem Dazzler-Board und das ist wirklich auch sehr, sehr stark geworden, muss man sagen, von Ice. Aber 10 KDA fährt da wirklich komplett drüber, überhaupt kein Problem. Insbesondere natürlich, weil alle unendlich HP haben und wir machen, wie gesagt, auch jetzt ausreichend Schaden. Boah. Also er hätte das nicht getroffen. Ja, das wäre wahrscheinlich nicht zu gewinnen gewesen, denke ich auch. Wir müssen ein bisschen im Auge behalten. Ice, da können wir vielleicht nochmal auf die Perspektive gucken, weil wir fragen uns natürlich jetzt, wer kann ihn noch schlagen? Relic hat hier sicherlich hinten raus noch Optionen. Die Frage ist auch, hat Ice noch eine Option? Der ist bei 5 Disco, 4 Dazzler. Seine Situation ist auf jeden Fall auch sehr gut, hat tatsächlich die Dazzler-Spatula bekommen. Und wie gesagt, er hat eben einfach noch diese 50 Gold, kann also Level 9 gehen und nochmal eine ganze Menge Power aufs Board kriegen. Also wir brauchen dann hier auf jeden Fall natürlich 6-2, Illaoi 2. Und ehrlich gesagt, vielleicht noch ein bisschen mehr, weil 10 KDA ist dann einfach zu stark. Ja. Nee, ich glaube nicht, dass es winnable ist. Also, wobei, ehrlicherweise, Disco profitiert natürlich mehr als alle anderen Comps von unendlich Money. Was ich mir allerdings vorstellen könnte, ist, dass Relic vielleicht eine Chance hat, denn der ist hier die ganze Zeit mit seinem Kane 2 unterwegs. Der hat jetzt auch schon drei Items auf dem. Der wird also die ganze Zeit ohne Ende Gold verdienen, natürlich momentan. Und der hat hinten raus auch noch Last Stand. Verliert jetzt zwar den Fight, wird auf jeden Fall sehr ärgerlich sein für Relic, weil er natürlich damit im Zweifel nicht mehr ganz so viel Zeit hat, wie er hofft. Und weil er nicht mehr so viel Geld aus den Gegnern rauskriegt. Stattdessen holt er natürlich dann Lebenspunkte. Trotzdem, so Leute wie Milala, so Leute wie Degree, die sollten hier quasi abgeschlagen sein. Da gibt es einfach ein paar Kompositionen, die werden zu stark und insbesondere gilt das natürlich für Scipios mit seinen 10 KDA. Was ist das denn hier? Ist das Hologramm? Ja, Gott bless, boah. Ja, sowas könnte tatsächlich auch funktionieren, zugegebenermaßen. Und das muss man auch sagen, das wäre vielleicht eine Option gewesen für Ice, einfach nicht zu leveln, sondern stattdessen für Twisted Fate 3 Blitzkrieg. Nein, nein, nein. Also in der Line darfst du es nicht. In der Line darf ich es nicht. Also ich glaube, es ist auch einfach... Das Problem ist einfach, du wirst bei Disco so viel stärker auf 9 und 10. Und das Risiko, dass dir einfach einer zwei TFs rauskauft, ist einfach zu hoch. Mein Gott. Ja, ich glaube, wenn er mehr Lebenspunkte hätte, hätte er es vielleicht anders überlegen können. So, glaube ich, muss er einfach hier Top 2 absichern. Die Situation, wie gesagt, ist trotzdem ganz gut. Disco-Setups, wollen wir aber nicht vergessen, sind eben einfach nicht so insane momentan. Und tatsächlich sieht es sogar gegen die Senna hier ein bisschen gefährlich aus. Der Mana-Zane Twisted Fate aber teilt seinerseits auch wirklich sehr, sehr gut aus. Degree dagegen, der wird jetzt hier komplett überfahren und der ist natürlich richtig traurig, dass ausgerechnet Relic und Scipios, die beiden hinter ihm, beide so viel stärker sind. Oh ja. Und insofern Degree keine Chance lassen werden und wahrscheinlich der 7. Platz vorprogrammiert wird. Und das ist krass, weil ich glaube, das ist seine schlechteste Platzierung bis jetzt in der ganzen Weltmeisterschaft. Ne? Ist natürlich jetzt auch die stärkste Lobby, aber trotzdem. Ja, es gibt eine weitere KDA-Spatula, die gönnt sich Scipios natürlich auch noch. Muss der so ein bisschen auf die 9, weil es gibt sonst theoretisch natürlich noch die Option, dass andere Leute hier 10 KDA zusammenkriegen. Und Scipios weiß natürlich ganz genau, wir sind in einer, wie du gesagt hast, in einer Lobby, wo mit Scarlet wahnsinnig viel Geld zusammengekommen ist. Und insofern können natürlich die anderen auch noch viel erreichen. Ja, er hat das einfach famos gespielt. Ne? Jetzt die ganze Zeit so low HP zu sein, die Spatulas zu kriegen, aber trotzdem so viel Gold zu haben, dass er eben Level 9 ist und das sehr entspannt hier zu Ende bringen kann. Ja, auch da muss man natürlich aber weiter überlegen, wie wird man jetzt hier maximal stark. Scipios hat jetzt tatsächlich den 6 mit aufs Board gestellt. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob nicht vielleicht der Thresh hier mit die stärkste Variante war. So oder so, er hat natürlich jetzt so ein bisschen Optionen hier umzustellen. Könnte auch nochmal überlegen, den Headliner auszutauschen, weil es könnte ja sein, dass irgendjemand anders noch richtig stark wird. Aber ach so. Da bist du richtig wütend, ne? Ja, okay, er kann einen Headliner verkaufen, weil er ja jetzt selbst ohne KDA Headliner 10 hat. So ist es. Also er könnte die Nico einfach so aufs Board stellen und irgendeinen starken Headliner mit einer KDA-Spatula aufs Board packen. Aber ja, er wird so große Änderungen natürlich eigentlich gar nicht machen wollen. Ich habe nur ein bisschen Sorge, dass eins der anderen Boards vielleicht doch stärker werden könnte. Noch ist er aber stark genug für dieses Board von Ice und Ice ist momentan eigentlich neben Scipios das 9 plus Ultra in der Lobby. Ja, würde ich auch so sehen. Aber
Da gibt es halt eben das Nonplusultra und dann Gott. Und Gott hat lange Haare und ist da unten rechts zu sehen. Ich dachte, du sprichst von Z3, okay. Lass uns vielleicht nochmal kurz auf Rally gucken. Der ist jetzt auf 10 HP und ist damit natürlich dann kurz davor, in Last Stand reinzugehen. Hat tatsächlich immer noch Hardsteel laufen, also da gibt es auch nochmal ein bisschen was, was oben drauf kommt. Ist auch seinerseits schon Level 9 natürlich. Man muss aber insgesamt auf dem Board sagen, passiert natürlich nicht mehr so viel. Also das ist im Prinzip das normale Hardsteel-Board. Er kann natürlich das Upgrade noch kriegen auf Lucian, auf Six, auf Illaoi, aber das ist nicht unendlich viel stärker. Und dann ist es halt so ein random Kane 2. Ich weiß nicht, ob man den am Ende nicht sogar verkaufen muss. Ja, ich glaube, den verkauft man aus Stolz nicht, aber er schüttelt schon selber den Kopf, weil er weiß, das Board, was ich da face, das ist unangenehm. Oben rechts der Lucian, oben links der Jhin, beide gefährlich für ihn. Ja, tatsächlich wahrscheinlich einfach die stärkere Variante des Boards, einfach mit der Qiyana 2 auch in der Frontline. Die Frage ist aber, ob der Kane das vielleicht einfach rausnehmen kann. Der wird erstmal zwar CC'd, aber dann geht der Kane in die Backline und der wird da nochmal ordentlich aufräumen können. Ja, der Kane macht da alles kaputt, wird dann aber tatsächlich von Jhin executed und Relic droppt zwar, allerdings nicht auf die 0 HP. Boah. Also ist für ihn tatsächlich jetzt ein guter Outcome gewesen, dass er da noch mit 3 HP überleben kann. Aber ich bin ehrlich. Du glaubst, dass GPS hier gewinnt. Kann ich mir auch vorstellen. Ja, also wir wurden übrigens korrigiert. Ohne KDA Headliner natürlich nur mit Level 10. We take it. Also ich weiß nicht, wo es GPS hat tatsächlich nicht so viel Geld zugegebenermaßen. Okay. Fair, fair. Okay, jetzt hat er doch viel Geld. Jetzt geht's wieder. Ja, okay, nicht ganz. Okay, nee, er wird rollen für die Legendary. Wir werden die wahrscheinlich jetzt nicht mehr austauschen, sehe ich ein. Alright. Also, Skipeus finde ich jetzt gerade nicht so aufregend. Lass uns nochmal gucken, was die anderen so treiben. Kann natürlich, wie gesagt, Six. Ich finde dich auch nicht aufregend. Upgraden. Wir wollen es gleich sehen, wenn die Fights richtig knapp werden. Die Frage ist wirklich, hat hier jemand noch die Möglichkeit, einen Four-Course-Champion auf 3 zu bringen? Weil ansonsten, glaube ich, schlägt eigentlich nichts Skipeus. Ha, Lulu 3 ist auch nicht schlecht, aber ich glaube, es reicht nicht. Aber so als netten Bonus, wenn er hier einen Blue Buff bekommen hätte jetzt, wäre richtig Highlife. Ja, ich habe tatsächlich auch ein bisschen Respekt davor, muss ich sagen. Erzähl mir mehr. Relics Board allerdings ist auch nochmal stärker geworden. Natürlich jetzt hier mit Lucian 2 und wie gesagt vorne natürlich der Kane 2. So, und jetzt bin ich gespannt, kann Disco dagegen noch was machen? Der TF wird nämlich sehr, sehr oft durch. Ja, das sind die natürlich insbesondere die ersten 2, 3 Cards, die da richtig reinscheppern und der Blitzcrank hält erstmal noch, aber die Backline wird komplett zerberstet und damit überhaupt keine Chance für Ice und das ist natürlich ein sehr gutes Zeichen für Relic. Und wenn da auch noch Last Stand mit rauskommt, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das 10 KDA-Board so ohne weiteres schlägt. Das wird hart, ja. Also ich glaube, Relic ist ja dadurch, dass er eben so knapp überlebt hat, tatsächlich sehr, sehr gut unterwegs. Und wir hätten Ahri. Riesen-Upgrade, Ahri 2 am Start für den guten Skipeus. Aber natürlich, wenn da noch im Karussell ein Mana-Item dazukommt, dann macht diese Ahri natürlich schon einiges. Also ich muss sagen, dass die Jungs hier eine Sekunde vor uns sind, hat den Vorteil, dass ich nie was verpasse. Also das ist echt ganz angenehm. Okay, lassen wir so. Nee, lassen wir trotzdem nicht so. Alright, 3 KDA-Spot, du hast 10 KDA auf dem Board natürlich und viele Optionen hier noch ein bisschen. Ich bin so nervös, weil die Spectator zeigen jetzt auf einmal ihn und dann denke ich mir so, warte mal, warum? Ja, also es geht natürlich jetzt gegen die 2er Qiyana, die kann da schon ein bisschen rumnerven, aber ich bin bei dir. Ich glaube, eigentlich sind keine Fights zu verlieren momentan. Die Frage ist so ein bisschen natürlich, weder die Akali noch die Ahri hat gute Items. Also hört es dann irgendwann aus, ist es dann irgendwann nicht mehr genug Schaden? Ja, da kann ich dich spoilern. Nein. Ja, du hast tatsächlich sehr viel mehr Erfahrung mit 10 KDA als ich, muss man sagen. Ja, also ich kann dir sagen, ich habe mit 10 KDA 10 Penta besiegt. Und das hat mich sehr überrascht. Und gewinnst du auch gegen ein Last Stand Board mit nur Legendaries auf 2? Ja, das sehe ich nicht so oft. Also, aber ich glaube schon. Ja, also, safe, ne? Also noch safe. Die Illaoi 2 fehlt halt noch massiv. Der Kane ist Troll. Ich glaube tatsächlich, der Kane müsste verkauft werden und die Item 6 geben. Dann hätte ich mehr das Gefühl, dass das eine Chance gibt für Relic. Ja, aber tatsächlich, also, ja, dann ist das Edge of Night aber auch so wasted. Also, der Kane kommt dank dem Edge of Night halt echt in die Backline. Ja, das kann ich sehen auf jeden Fall. Wir sehen aber das Duell der beiden Chinesen, Ryu gegen Sake. Und ich denke tatsächlich, dass das gefährlich wird für Ryu. Denn auf der anderen Seite, die Lulu 3 ist auf jeden Fall nochmal ein dickes Upgrade gewesen. Aber die Qiyana läuft einfach durch auf die Backline und nimmt da die Senna wahrscheinlich raus. Nicht ganz, und die Senna macht dann den entscheidenden Schaden in die Backline auf der anderen Seite von Ryu. Und der wird tatsächlich hier rausgenommen. Und damit sind wir jetzt schon wieder in der Top 3 und da gibt es mit Milala und mit Skypeus direkt 2 Leute, die eben auch in der Top 3 waren. Ja, die wollen schon wieder einen frühen Feierabend hier besorgen. Wir hoffen mal nicht, dass das funktioniert. Na gut, für Skypeus würde ich da vielleicht dieses Opfer dann ausnahmsweise dann doch bringen. Du Held.
Fand ich tatsächlich einen krassen Fight. Also Sake hat da sowohl als, auf der Lulu als auch auf der Senna jeweils nur ungefähr einen Lebenspunkt gehabt und es bringt ihn dann quasi von dem 6. auf den 3. Platz. Ja. Also vor allem, weil Relic jetzt halt eben auch raus ist. Ach, Entschuldigung. Das Board, was es so ein bisschen zu schlagen galt. Skipeus wiederum muss man sagen, bei KDA10 gibt es natürlich noch die Eigenart, dass Ahri keinen Mana-Item braucht, weil sie permanent ulten kann. Oh. Ja, es hat sich tatsächlich gelohnt, dich da in die, in die Double-Up-Schule zu schicken. Ja, ja. Also da gibt es sehr wilde Item-Builds. Du kannst zum Beispiel Rabadon, Spellcrit, Nashor's Tooth spielen und sie auto-attackt immer nur einmal. Alright, wir sehen, Milala hat noch 76 Gold, bin gespannt, was der da versucht anzugehen. Wie gesagt, ich glaube eigentlich, er kann nur gewinnen, wenn er einen Four-Cost-Champion auf 3 bringt. Den Wege zum Beispiel kann man theoretisch überlegen zu locken. Aber wir gucken erstmal, ob es tatsächlich klappt, ob Zaki Epeus rechts oben mit dem 6-2-Star unterwegs. Ja, also Skipeus hat natürlich jetzt hier erstmal den Job, Milala eine mitzugeben. Die Frage ist parallel, ob Sark überlebt. Das ist aber der Fall in dem Ghostfight und Milala hat jetzt tatsächlich auch nicht mehr so viele Lebenspunkte. Ja, insofern wäre natürlich für Milala ganz gut, jetzt ins direkte Duell mit Sarke zu gehen. Das ist so krass eng, ne? 15 und 11 HP sind's. Milala übrigens im Mega-Rolldown, Entschuldigung. Aber währenddessen sehen wir KDA Yorick jetzt und der sollte die stärkste Variante sein. Spannend zu hören tatsächlich. Okay, also natürlich der Yorick sehr stabil und wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, Yorick ist einfach als Legendary im Late Game relativ unfair. Aber es kommt auch stark darauf an, wer jetzt gegen wen ran muss. Also natürlich Milala möchte nach Möglichkeit hier den Ghostfight gegen Sarke haben, um zu überleben. Aber es ist das Original und damit wahrscheinlich der entscheidende Fight um Platz 2 auf der rechten Seite. Ja, und wir hoffen natürlich, dass links unten natürlich wiederum auch gewonnen wird, weil da ist Capeus, aber der sollte da eigentlich relativ entspannt durchkommen. Ja, davon will ich auch ausgehen. Die Kayle macht tatsächlich einen sehr guten Job dafür, Milala. Aber da hinten ist immer noch die Senna. Und da ist die Kayle jetzt dran und die wird tatsächlich drüber fahren über die Senna. Milala mit Level 10 gewinnt diese Runde. Kommt rein in die Creep-Runde und hat damit noch ein bisschen Zeit, sein Board zu verbessern, um vielleicht doch noch Skipeus zu besiegen am Ende. Und da muss man sagen, Milala, der hat tatsächlich eben die Runde ja gewonnen. Ist also jemand, der jetzt schon 8 Punkte hatte, wird hier mindestens nochmal 7 mitnehmen. Skipeus eben Dritter, hofft jetzt natürlich auf den Ersten und das sollte hier auch das Ziel sein. Ja, gibt natürlich nochmal eine ganze Menge Geld zusätzlich. Wie gesagt, Milala hat Level 10 durchgepusht, hat damit sichergestellt, dass er den Zweiten mitnimmt, aber hat, glaube ich, jetzt sich selber alle Chancen verbaut, hier diese Runde noch gegen Skipeus gewinnen zu können. Skipeus hat ja in der Zwischenzeit auch noch Prismatic Jeweled Lotus mitgenommen. Also dieses 10-KDA-Board hat einfach so viel Stabilität und gleichzeitig so viel Damage auch über das Augment, dass da einfach letztlich genug passieren wird. Und hat mit Six und Yorick Tooster auch die beiden besten Legendaries da nochmal am Start. Oh, Milala probiert aber nochmal einiges. Man könnte natürlich auch einfach Qiyana 3 bauen. Und tatsächlich er geht all in. Eine Menge Qiyanas auf einmal gefunden und er versucht wirklich nochmal alles. Ja, da oh, war eine Qiyana, die hat er überholt. Und dann kann eigentlich nichts mehr gehen und ehrlich gesagt, das hätte hier wahrscheinlich nie funktioniert. Ja, ja, man weiß es nicht. Auf der anderen Seite muss jetzt eigentlich gegengerollt werden. Das ist jetzt genau dieses Duell. Aber die eine Qiyana, die gefehlt hat, die ist dann zu wenig und damit holt sich hier Skipeus gegen die Überreste des gegnerischen Lineups ganz sicher den Win. Schön, dass hier auch nicht surrendert wird in dem Moment. GG, was für ein Auftakt für Europa. Ja, richtig nice für Skipeus natürlich. Jetzt auch 14 Punkte nach 2 Runden. Das kann sich sehen lassen. Ist damit an zweiter Position direkt hinter Milala, der natürlich jetzt auch 15 Punkte nach vorne zieht. Überragend, meine Damen und Herren. Was für ein absolut furioser Auftakt. Dritter und Erster. Und damit übrigens auch in der Lage, mit der nächsten Runde schon auf 20 Punkte zu kommen. Ich muss sagen, ich fand es auch tatsächlich sehr, sehr nice, dass Milala das noch versucht hat. Ich dachte ja die ganze Zeit, Vorkost-Reroll müsste man probieren, aber er hat eben sichergestellt, dass er Zweiter wird und dann, also den Longshot natürlich auf die Qiyana 3, aber hätte funktionieren können, auch wenn man sagen muss, dafür muss er alle Qiyanas dann mitnehmen am Ende. Ja, also das dann eine Überrollte war schon fast witzig. Das ist schon ein A-Rolldown. Ich würde dich auch gerne mal muten. Ich muss ihn leider die ganze Zeit muten, weil ich habe scheiß Schluck auf. Deswegen machen wir auch gleich eine kurze Pause. Und danach werden wir für Runde 3 tatsächlich Salvi hier am Kommentatorendesk begrüßen dürfen. Boah, also ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass das da vorne jetzt so klar wird. Also dass da, vor allem weil Degree ja jetzt gerade 7. geworden ist, ist es halt komplett over, ne? Ich habe leider keine Ahnung, wo die Maus ist, aber können wir euch auch nochmal kurz zeigen? Du bist sehr optimistisch. Ja, kriegen wir hin. Okay, dann gehe ich jetzt drauf. Und wir sehen das hier. Ja, da sehen wir die Scores nochmal schnell eingeblendet. Nicht ganz so schön, wie wir es vielleicht organisieren hätten können und außerdem noch nicht sortiert, aber natürlich trotzdem zu erkennen. Milala 15 Punkte, Skipeus 14 Punkte. Und dann die Lücke.
eine ganz schöne Lücke, völlig richtig, vor den beiden, vor den drei Verfolgern muss man vielleicht eher sagen, Sake, Degree mit 9 Punkten und Reddick mit 9 Punkten. Und das heißt, Milala würde jetzt gleich ein vierter Platz reichen, um die 20 Punkte zu knacken. Und Skypeus wiederum immer noch ein dritter, was ja auch beeindruckend ist. Wir machen eine kurze Pause, weil ich brauche auf jeden Fall jetzt Hilfe. Aber wir sind gleich wieder da.